Oh, mein Kopf. Wo bin ich und wer bin ich? Eine sehr gute Frage, Captain Steve Rowland. Oder sollen wir lieber sagen 13. Der gute Mann hat sein Gedächtnis verloren. Warum? Das herauszufinden ist euer Job. Und der ist gar nicht so einfach. Irgendwer will 13 um jeden Preis tot sehen. Angeblich hat er den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Gewissen. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort, sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Die Suche nach seiner Identität führt ihn von Brighton Beach, New Jersey, über das FBI-Hauptquartier und die Hula-Bar-Militärbase bis zum amerikanischen Secret Command Center SSH-1. Dabei wird er immer wieder von Erinnerungsfetzen aus der Vergangenheit heimgesucht. So setzt sich das Gedächtnispuzzle Stück für Stück wieder zusammen. Und eines wird dabei sehr schnell klar. Hier ist eine Verschwörung. Gegen eure Feinde könnt ihr euch meist nur mit purer Waffengewalt durchsetzen. Passendes Werkzeug findet ihr dafür zu Genüge. Und falls doch mal keine geeignete Pistole oder Gewehr zur Hand sein sollte, schnappt man sich einfach einen Stuhl. Eine Flasche oder ein Aschenbecher. Doch in 13 wird nicht nur geballert und geschlagen. Abgesehen von der außergewöhnlichen Cell-Shading-Optik, und dazu zählt auch die Präsentation im Comic-Stil, sowie die stilistisch passenden Effekte, fällt noch das abwechslungsreiche Gameplay positiv auf. So müsst ihr Generatoren aktivieren bzw. ausschalten, mit Hilfe einer Seilwinde Abhänge erklimmen, Türschlösser knacken, Schränke durchsuchen oder Gegner als Geisel nehmen. Und das alles in non-linearen Level. Wow. Mann, Mann, Mann. 13 verspricht, das Ego-Shooter-Highlight des Jahres zu werden.